bin heute in der Gemeinde Münstertal im Hochschwarzwald in der Nähe von Freiburg. Und hier gibt es 28 Stützbauwerke, die in einem sehr, sehr schlechten Zustand, Note 6, ungenügend sind. Und ich muss sagen, meine schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht nur bewahrheitet, sondern sind auch übertroffen worden. Diese Bauwerke sind alle in einem sehr porösen Zustand. Teilweise gibt es Maueraufbrüche. Und wenn man dann auch sieht, wie es hier teilweise heruntergeht, dann 100, 200 Meter, dann muss man sagen, auch hier in diesem ganzen Kurvenbereich, dass man jetzt wirklich ein Konzept braucht von der Landesregierung. Landesverkehrsminister Herrmann sollte hier schleunigst sagen, wie es hier weitergeht. Ich schätze, insgesamt bei den 28 Bauwerken ein Finanzierungsbedarf von 15 bis 20 Millionen Euro. Aber auch für die Menschen ist es wichtig, dass sie wissen, wie lange das dauert, dass man da auch einen Plan hat, dass auch richtig ausgeschrieben wird, so dass zu den richtigen Jahreszeiten hier gebaut wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier jetzt handelt, weil im schlimmsten Fall kann es auch Unfälle geben. Man sieht auch an manchen Autos, die hier unterwegs sind, auch von Schweizern und anderen, die hier gerne auch mal ein bisschen schneller fahren, dass man da schleunigst was machen muss, weil im schlimmsten Fall gibt es hier einen Unfall mit einem Linienbus, mit einem 40-Tonner LKW und dann wollen alle es nicht gewesen sein und dann ist nicht klar, wer die Verantwortung hatte. Deswegen muss man jetzt hier handeln.